Hallo, moin, moin, ich bin's schon wieder. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt und aufgrund der vielen Anfragen habe ich mich dazu entschlossen, ein kurzes Video, wirklich kurz, 10 Minuten maximal, zu machen, wie ich diese variable Nozzle überhaupt aus den ganzen Einzelteilen zusammengebaut habe. Also es ist schon ein ganz schöner Aufwand gewesen. Naja, schaut es euch einfach an. Viel Spaß beim Nachbauen. Ich habe da keine Geheimnisse. Ich habe keine Pläne und sonst gar nichts. Alles irgendwie in der Werkstatt, in meinem kleinen Kopf, habe ich mir das einfallen lassen und irgendwie versucht, maßstabsgetreu umzusetzen. Gut, viel Spaß. Fangen wir mal an. Hier ist meine, naja, Abgaskonus. Hier habe ich erstmal installiert 5 Messingrollen, die sich hier sozusagen alle drehen lassen. Dann habe ich in den Abgaskonus eingearbeitet. Das ist jetzt nur provisorisch festgeschraubt, also keine Sorge. Einen zweiten Ring. Der Ring hat eine gewisse Form, der hat hier so teilweise so ein paar Aussparungen, komme ich gleich dazu. An denen werden dann halt die ganzen einzelnen Lamellen festgeschraubt. So, dann haben wir hier das wichtigste Teil. Das ist ein 4 mm Edelstahlrohr, welches ich hier einmal zerteilt habe. Und dann sieht man vielleicht hier einmal komplett herum eingeschlitzt mit einem ganz kleinen Dremel, mit einer kleinen Trennscheibe. Werde ich auch noch gleich erklären, warum. So, und hier kommt mein ehemals Edelstahl-Handtuchhalterring, der aus dem Badezimmer auf einmal verschwunden ist, wo ich dann 12 Messingwinkel eingelötet habe, hart eingelötet, wo die verstellbaren Rods dran kommen. Das sind jetzt 2 Lamellen, die zum Beispiel angesteuert sind durch diese, ja, RCK-Anlenkungen. Ich habe die hier einfach mal verstärkt, weil ich nicht wusste, wie die Kräfte sich so entwickeln. Die sind einfach von unten gegengeschraubt. Und hier vorne kann man sehen, dieses Blättchen ist einmal umgefalzt. Hier, vielleicht komme ich noch ein bisschen näher dran, ohne dass die Kamera verschwimmt. Ich lege es einfach mal hin, dann ist es ein bisschen ruhiger so. Also das Blättchen ist einmal ganz vorne umgefalzt, steht eventuell nur 1 mm über und ist einmal eingeschlitzt, damit der hier durchgeht und ein bisschen Spiel hat. Okay? So, und jetzt habe ich ein neues System entwickelt, damit die inneren Lamellen, die sozusagen das hier abdichten, die sitzen dann so hier zwischen. Die hatte ich ja bis jetzt immer mit diesen labbrigen Federn zurückgezogen, wenn die Nozzle geöffnet ist. Und jetzt habe ich hier einfach so eine Bleche rangeschweißt, also rangepunktet von innen. Werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer zeigen. Und hier ist halt der Gegenradius, der dann um diesen einen aufgeschlitzten Ring geht. So. Ich baue das jetzt mal grob zusammen und dann, ja, wirst du verstehen, wie das Ganze funktioniert. Ich nehme nur mal diese 2 Lamellen hier. Bis gleich. Den ersten habe ich jetzt hier schon mal eingefädelt. Also, ich habe mir da so gedacht, warum ist diese eine Lamelle von innen umgefalzt? Erstmal, ich versuche das mal mit einer Hand hier irgendwie hinzukriegen. So. Ja. Damit es halt einfach dicht ist, ne? Die Lamelle gleitet jetzt sozusagen dieser Falz in den Schlitz hinein. Ich denke mal, wenn man das eine ganze Ecke kleiner konstruiert, dann kann man sich das alles sparen. Aber der Schlitz muss ja trotzdem irgendwie rein, weil der ersetzt ja letztendlich das Scharnier. In diesem großen Schlitz lässt sich halt diese Lamelle wirklich total bewegen. Sehr viele Grad an Winkel sind hier möglich. Und diese kleine. So. So sieht das dann aus, wenn so eine Lamelle hier in diesen Edelstahl geschlitzten Ring einrastet. Dann baue ich es jetzt mal komplett zusammen. Achso,
Die andere Lamelle, die von innen kommt, ich schiebe das mal ein bisschen weiter hier, die hat jetzt ja hier nur so einen Löffel. Der kommt jetzt einfach hier rum und deswegen sind auch die Aussparungen, das Blatt kommt dann hier oben rein, so. Und das wird dann einfach nur geklemmt und festgehalten durch diese Laschen hier, damit der sozusagen nicht rausfällt, so wie jetzt. So, jetzt sind diese Messinghaken von dem Verstellring mit Gewinde versehen, damit ich natürlich hier meine Lenkstangen da irgendwie fest bekomme. Also ich habe jetzt hier Hutmuttern, ne? Das macht natürlich, wenn du damit fliegen willst, überhaupt keinen Sinn. Da musst du dir ja was ausdenken, die wirklich dann sicher sind, damit die sich nicht lösen. Genau die gleichen Hutmuttern habe ich jetzt an den Lamellen angebracht und jetzt ist eigentlich der ganze Effekt, aber wie gesagt, das ist ja jetzt das neue System hier oben mit diesen Überlappungen, aber ich habe so das Gefühl, es geht ziemlich leicht. Ne? Durch die Verschiebung des Winkels ändert sich natürlich die Länge der Verstrebung und die Dinger müssen hier zugehen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass man ja von innen den Schub hat, der die Lamellen permanent versucht nach außen zu drücken, dann geht halt die ganze Kraft durch jetzt die senkrecht stehenden Rods in den Ring rein und auf die 5 Rollen und werden letztendlich in der Abgaskonusaufnahme in meinem Fall hier in den Ring, geht der ganze Schub da rein, anstatt aufs Servo, was ja permanent unter Dampf stehen würde, wenn man das zum Beispiel mit so einem Ring löst, der sich jetzt so hin und her bewegt. Einfach hier eine Drehrichtung ist viel simpler und man nimmt halt die ganze Kraft, geht ins Gestänge und nicht aufs Servo. Und das geht so leicht hier, das hoffe ich auch, dass es so leicht geht, wenn natürlich alle 12 oder alle 24 Lamellen dann letztendlich verbaut sind. Aber so leicht ging das mit den Federn jetzt schon mal nicht in dem Falle, auch wenn ich nur 2 oder 4 Lamellen dran hatte, weil die Federkraft musste auch überwunden werden vom Servo. Und auch wenn das jetzt ein bisschen klappert, man darf ja nicht vergessen, man hat ja permanent irgendeinen Schub, der innen gegendrückt und das alles wieder ein bisschen stabiler macht. Und dieses Rumgeschlacker hier, das ist im offenen Zustand natürlich normal, wenn man die Nozzle dann schließt. So, dann ergibt das ja hier letztendlich in dieser Ebene einen geschlossenen Ring. Einen geschlossenen Ring, halt eine Düsenform. Und da ja im Prinzip hier Lamelle an Lamelle stößt, da wackelt hier auch nichts mehr. Ist, glaube ich, bei den richtigen auch so, dass wenn die aufgefahren sind, das muss ja alles sich ein bisschen, dehnt sich ja alles aus und sind ein paar Kräfte drauf. Von daher finde ich das jetzt gar nicht schlimm, dass es im offenen Zustand so rumklappert. Wenn es geschlossen ist, klingt das schon besser hier. Okay, ich denke, das hilft. Dann mach's mal gut. Viel Erfolg.